Bei einer Magersucht haben wir ein krankhaftes Verhältnis zu unserem Körper. Wie gehen wir also damit um, wenn wir magersüchtig sind und das möglicherweise lebensgefährlich werden kann? Ganz ehrlich und auch selbstkritisch, mir ist schon bewusst, dass auch Videos von mir, Beiträge von mir wie weniger Körpergewicht, gesünderes Aussehen, Gefahren durch Bauchfett natürlich gut gemeint sind und ich denke auch sehr wichtig sind, darüber aufzuklären, aber gegebenenfalls ins Gegenteil schlagen können. Und die Gefahr von übertriebenem Körperwahn oder einer Magersucht mit anheizen können. Ganz wichtig auch jetzt, übertriebener Körperwahn und Magersucht sind natürlich nicht das Gleiche. Wie genau denken Sie über Ihr Gewicht nach? Na klar, viele von uns planen, was wir kochen und dann machen wir uns natürlich auch Gedanken darüber, was wir essen und wie gesund das Ganze ist, wie fettreich das Ganze ist. Besonders wenn wir ein paar Kilos vielleicht verlieren wollen, sollten wir darüber nachdenken, was wir natürlich essen. Wenn die Beschäftigung mit unserem Gewicht allerdings krankhaft wird, zu oft wird, zu stark wird und zu starkem Übergewicht führt, sprechen wir dann von Magersucht oder Anorexia nervosa. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Erkrankungen, Symptome dieser Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankungen, aber auch das Thema Sport, Bewegung und natürlich Ernährung, weil letztlich diese Aspekte alle miteinander zusammenhängen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Erst einmal Fakten. Am häufigsten sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 betroffen. Mehr als 90% der Betroffenen sind junge Frauen, aber auch ältere Frauen können betroffen sein. Grundsätzlich erkranken Frauen 10-mal so häufig wie Männer an Magersucht. Man schätzt, dass ca. 1% der deutschen Frauen und so ca. 0,2 bis 0,3% der Männer in Deutschland an Magersucht erkrankt sind. Viele jedoch wissen es nicht bzw. wollen es nicht wissen. Die Dunkelziffer kann also noch höher sein, vor allem von sogenannten Vorstadien einer Magersucht. Also wenn schon ein krankhaftes Achten auf das eigene Gewicht stattfindet, aber es vielleicht noch nicht so schlimm ist, nennen wir es mal so. Denn Magersucht ist ein sich entwickelnder Prozess meistens. Das kommt nicht schlagartig, dass man morgen die Magersucht hat. Darauf gehe ich auch alles gleich noch ein, denn gerade darauf müssen Sie auch achten und sozusagen noch rechtzeitig die Kurve zu kriegen. Kurz gesagt, bei einer Magersucht haben wir ein krankhaftes Verhältnis zu unserem Körper. Durch wahnhaftes Abnehmen und auch Hungern verlieren wir Kilos ohne Ende. Nur am Ende dann wieder sind wir trotzdem nicht zufrieden mit unserem Körper. Wir entwickeln ein vollkommen falsches Selbstbild, indem wir uns selbst mit starkem Untergewicht noch zu dick finden. Für Außenstehende mag das irgendwie komisch klingen, es ist aber so. Viele erkennen die Magersucht dabei auch zu spät. Wie erkenne ich eine Magersucht bei mir selbst oder anderen? Das Hauptproblem ist natürlich der selbst erzwungene Gewichtsverlust. Zu Anfang meidet man dabei kalorienreiche Lebensmittel. Vielleicht auch, weil man das in Videos sieht. Vielleicht auch in Videos von mir, wo ich kalorienreiche Lebensmittel erwähne, die Sie meiden sollten. Man beschäftigt sich sehr intensiv mit den Inhaltsstoffen der Ernährung. Das kann gut sein, solange es sozusagen noch gesund ist. Jede Kalorie ist eine zu viel und die Ernährung wird dauerhaft optimiert, um noch die letzten Kalorien einzusparen. Nicht selten ernähren sich Magersüchtige von wenigen 100 Kilokalorien täglich und das über Monate oder Jahre hinweg. Wir haben ja auch quasi genug Reserven, genug Fettpolster, dass es am Anfang gar kein Problem ist. Das führt dann aber zwangsläufig zu Untergewicht und bei einer Magersucht verliert man schnell bis zu 50% des Gewichts. Bei Erwachsenen geht man ab einem BMI unterhalb von 17,5 von einer drohenden Magersucht aus. Und da befinden wir uns schon 15% unterhalb des Normalgewichts. Die Steigerung davon ist die sogenannte Kachexie. Das ist das krankhafte Untergewicht, das man mit einer Magersucht verbindet. Die meisten haben dann gerade wahrscheinlich genau diese Bilder vor Augen. Trotzdem fühlen Betroffene sich konstant zu dick. Und sich so fühlen heißt, oder jedes Gefühl ist echt, man fühlt sich so, das ist für den Betroffenen so. In der Psychologie spricht man dabei von einer sogenannten Körperschema-Störung. Was genau dabei im Kopf eines Betroffenen vor sich geht, ist schwer nachzuvollziehen, wenn man selbst nicht betroffen ist.
Objektiv betrachtet lässt sich am Körper nichts aussetzen, aber es geht nicht um Objektivität. Doch vor allem im Vergleich mit vermeintlich dünneren Menschen erkennen Magersüchtige immer wieder noch weitere Problemstellen und missachten dabei, in welchem Gesamtzustand sie sich befinden, sie sich runtergehungert haben quasi. Dazu gehört dann natürlich auch, dass das Gewicht ständig überprüft werden muss. Das ist auch schon ein wichtiges Symptom oder Anzeichen. Jedes neue Gramm Gewicht ist eine Katastrophe und deswegen wird engmaschig kontrolliert, welche Auswirkungen die letzte Mahlzeit zum Beispiel hatte. Dabei muss nicht unbedingt durchgehend gehungert werden. Das ist bei vielen Betroffenen oftmals so gar nicht. Machen die nicht. Schon die krankhafte Beschäftigung mit dem Essen, das ist ein wichtiges Warnzeichen, das wir sehr ernst nehmen sollten. Bei vielen ist Hungern allerdings tatsächlich der Normalzustand und sie nehmen den Abnehmprozess als Kampf gegen ihren Körper wahr. So fühlt man sich, indem jedes verlorene Kilo einen Sieg quasi darstellt. So wird es auch oftmals von Betroffenen beschrieben. Was sind die Symptome bei Magersucht? Die verschiedenen Herangehensweisen und der individuelle körperliche Zustand, die führen zwangsläufig zu mehr Symptomen, als ich hier einmal aufzählen kann, klar. Ich gebe Ihnen hier trotzdem eine Übersicht aller bekannten Folgen, die eine Magersucht auslösen kann. Und die wichtigsten schauen wir uns jetzt auch einmal an. Ganz wichtig an dieser Stelle, aber auch mit dem Video geht es darum, für das Thema zu sensibilisieren. Gerade wenn man vielleicht in dieser Vorphase ist. Falls Sie selbst vermuten, betroffen zu sein, pausieren Sie das Video kurz, schauen Sie einmal die Liste der Symptome in Ruhe an. Kommen wir zu einem merkbaren Symptom der Verstopfung. Durch die fehlende Beschäftigung des Verdauungstraktes kommt es natürlich auch zu Problemen mit dem Darm. Also wenn Sie wissen, Sie hungern viel, Sie nehmen ab, Sie entwickeln Verstopfung, dann kann das sozusagen schon eine krankhafte Folge sein. Doch die Auswirkungen, die gehen noch weiter, denn unser Körper versetzt sich durch die fehlende Energie aus der Nahrung in einen Stromsparmodus. Das führt zu weitreichenden Funktionsstörungen. Klar, wir haben nicht mehr genug Energie, wir essen nicht genug, wir haben nicht genug Energie, durch Verstopfung wird das alles, die Probleme werden verstärkt und deswegen fangen verschiedene Organe an, sozusagen weniger zu arbeiten. Herz, Niere, Leber, Gehirn. Man muss ja sozusagen Energie sparen. Unser Gehirn ist einer der größten Energieverbraucher am Körper und ist auf Energie aus Nahrung ja angewiesen. Magersucht führt dazu, dass die Energie nicht vorhanden ist und das Gehirn dadurch runterfährt oder sogar abbaut. In jungen Jahren kommt es durch das Hungern auch zu Entwicklungsstörungen. Deswegen ist gerade dann natürlich sehr kritisch, wenn junge Mädchen schon Magersucht entwickeln. Die Pubertät ist aufgrund der körperlichen und psychischen Entwicklung eine Zeit, in der vor allem Mädchen schnell eine Magersucht bekommen können, in eine Magersucht fallen können. Natürlich fehlen dem Körper die Nährstoffe, wenn wir uns in dieser Entwicklungsphase nicht ausreichend ernähren. Daraus resultieren dann hormonelle Störungen, die sogar das Aussetzen der Periode, auch ein wichtiges Symptom, oder eine Unfruchtbarkeit bewirken können. Bestimmte Hormone können einfach nicht mehr gebildet werden, was dann bei Männern, und wie gesagt, es gibt ja auch Männer, die eine Magersucht entwickeln können, zu Impotenz und auch zu einer schwindenden Libido führen können. Aufgrund der Unterversorgung sind auch Hautprobleme, auch typische Symptome wie trockene Haut, Haarausfall möglich. Wir muten unserem Körper bei einer Magersucht also einiges zu, besonders die Auswirkungen auf die Organe, weil zu wenig Energie ist. Diese Auswirkungen auf die Organe, die führen über kurz oder lang dazu, dass eine Magersucht sogar lebensgefährlich werden kann. Was sind die Ursachen für Magersucht? So, jetzt habe ich viel darüber gesprochen. Einmal zu den Ursachen. Und ganz am Anfang habe ich ja auch erwähnt, auch meine Videos tragen vielleicht dazu bei. Ich habe es ja kurz schon angerissen. Aber natürlich müssen wir auch über die Ursachen für Magersucht einmal sprechen, warum jemand dieses krankhafte Verhältnis zu seinem Körper entwickelt. Ist tatsächlich noch nicht abschließend belegt, aber wichtig ist, gerade für uns Außenstehende zu wissen, dass es eine Erkrankung ist, die man genauso angehend behandeln und respektieren sollte wie andere Erkrankungen. Es gibt ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die eine Magersucht auslöst. Das zeigt sich in Studien. Häufig berichten Studien wie diese hier aber auch darüber, dass vor allem die unterschiedliche Gewichtung der vorhandenen Informationen wichtig ist. Betroffene erleben sich selbst nämlich nicht durchgängig als zu dick, das ist auch wichtig. Sie entscheiden sich nur dafür, die Erfahrungen, in denen sie sich zu dick fühlen, besonders stark zu gewichten. Im Endeffekt ist es dann häufig eine Mischung aus biologischen,
psychischen, soziologischen Faktoren. Die Pubertät haben wir ja gerade auch schon einmal besprochen und hier führt eine generelle, oftmals ja Überforderung unter anderem dazu, dass besonders Mädchen dadurch einen Kontrollzwang entwickeln, der bei der Ernährung eine Ausprägung findet. Und man muss auch sagen, es gibt ja ein gewisses Rollenbild und gerade Frauen sollen schlank, schön, dünn sein und gerade das kann natürlich das alles auch noch verstärken. Der Wunsch nach Kontrolle, gepaart mit einem schwachen Selbstbewusstsein zum Beispiel, das lässt Betroffene dann mit dem Hungern beginnen. Durch erste Erfolge, weil es vielleicht schöner aussieht, denkt man sich, weil man schlanker wird, entwickelt sich der Leistungsanspruch, die Erfolge nicht zu gefährden, das Abnehmen immer weiter zu verfolgen und irgendwann kriegt man sozusagen die Kurve dann nicht mehr. Dabei können auch biologische Faktoren eine Rolle spielen, gegen die wir letztendlich machtlos sind, bis sie endgültig irgendwann mal erforscht wurden. Das heißt, wir können auch nicht jeden Einflussfaktor auf das Risiko, dass sich eine Magersucht entwickelt, beeinflussen. Das ist leider so. Dabei kann schon eine gestörte Stressverarbeitung dazu führen, dass wir auch in dem Bereich einen Kontrollverlust erleben und dagegen anhungern möchten. Das kann schon im Mutterleib zum Beispiel vererbt werden und dann wäre Magersucht schon vor dem Auftreten der ersten Symptome natürlich ein Problem. Auch die Gene, die spielen scheinbar eine Rolle, denn in Zwillingsstudien, die man gemacht hat, konnte schon nachgewiesen werden, dass die Tendenz zur Magersucht bei beiden vorhanden ist, auch wenn bisher unklar ist, woran man das erkennt und auch wie man das behandeln kann. Aber diese Tendenz, die gibt es sozusagen. Und wenn dann andere Faktoren dazu kommen, dann schlägt das Pendel quasi schneller um und man entwickelt eine Magersucht. Die soziologischen Gründe finden sich auch überwiegend während der Pubertät. Logisch, man möchte dem Schönheitsideal bestmöglich entsprechen und da werden immer wieder schlanke und auch sportliche Körper hergezeigt. Immer wieder dreht sich es darum, dass man gut aussehen muss. Es ist immer wieder Druck da auch. Vor allem in der Pubertät ist man einem ständigen Vergleich auch ausgesetzt und die eigene Vorstellung des Körpers ist häufig noch schlecht irgendwie entwickelt. Man nimmt das Gewicht von Models als irgendwie normal war und erkennt auch bei ihnen ja nicht das Untergewicht. Man sieht das sozusagen gar nicht. Dazu kommt, dass einige Teenager das Abnehmen auch als Druckmittel gegen die Eltern erkennen. Aber man sieht, hier gibt es eine große Palette an Gründen. Schon Kleinkinder verweigern in Konflikten zum Beispiel auch das Essen und setzen dieses Kontrollinstrument gegen Eltern ein. Wenn sich diese Machtposition schon früh verankert, steigt, das weiß man mittlerweile, steigt die Gefahr, das immer wieder zu tun, um den eigenen Willen durchzusetzen. Und wenn das so ist, darf man das Betroffene natürlich nicht übel nehmen. Es hat sich quasi so auch entwickelt. Wie gehe ich mit Magersucht um? Wie gehen wir also damit um, wenn wir magersüchtig sind und das möglicherweise lebensgefährlich werden kann? Wenn Sie das Video bis jetzt geschaut haben und magersüchtig vielleicht sind, hoffe ich, dass Sie immer noch dranbleiben und nicht zu sehr von mir irgendwie als Kritik empfunden haben. Der erste Weg führt aber häufig zum Arzt, um festzustellen, welche Schäden die Unterernährung ausgelöst hat. Und oftmals beim Arzt fühlt man sich schon unwohl. Viele Ärzte erkennen es vielleicht auch nicht richtig. Die Behandlung hat aber vier Ziele eigentlich. Die Normalisierung des Gewichts, die Veränderung des Essverhaltens, die Rekonstruktion eines, nennen wir es mal, gesunden Körperbildes und möglicherweise auch die Therapie vorhandener oder entstandener familiärer und auch individueller Probleme. Also wie man sieht, sehr komplex. Das kann ambulant, stationär oder im Wechsel passieren, wobei viele Patienten zu Anfang stationär behandelt werden müssen. Es ist wirklich eine Herausforderung, die Therapie. Wichtig ist dabei, dass die Therapie individuell abgestimmt wird und jeder Patient, jeder Betroffene ernst genommen wird. Besonders erfolgreich ist dabei die fokale psychodynamische Therapie, die Ursache der Anorexie behandelt und Bewältigungsstrategien für den Alltag vermittelt, aber ganz wichtig, immer gemeinsam mit dem Betroffenen. Allerdings muss man auch klar sagen, dass nicht jeder geheilt werden kann und circa die Hälfte aller Betroffenen lebenslang mit der Anorexie kämpfen bzw. leben müssen. Circa 20% entwickeln eine Bulimie, essen also erst sehr viel und erbrechen sich dann anschließend, was eigene Probleme dann auch noch mit sich bringt. Vereinfachend kann man sagen, dass eine Magersucht schwierig oder schwieriger zu behandeln ist, wenn sie sich früh im Leben manifestiert hat. Deswegen sollten Sie bei dem Verdacht auf Anorexie auch niemals mit der Behandlung zögern und sich natürlich auch von Misserfolgen nicht abschrecken lassen. Und auch dieses Video soll Ihnen positive Impulse geben. Es ist keine Kritik, kein Angreifen. Es gibt Wege aus der Magersucht und die ermöglichen viele ein ganz normales Leben, aber es ist wirklich sehr, sehr herausfordernd.
Falls Sie betroffen sind, falls Sie Tipps haben, falls Sie was zu diesem Thema sagen wollen, gerne schreiben Sie es in die Kommentare. Lassen Sie uns aber respektvoll damit umgehen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.